Man muss sagen, 22 Millionen Mal verkauft der Käfer. Das ist unglaublich. In Niederösterreich, in Luxemburg, wird diesem Kult, den es ja rund um den Käfer gibt, immer wieder dementsprechend Huldigung beigebracht. Denn es ist wirklich ein Auto, das hat alle Maßstäbe bis dorthin verändert. Ich liebe Käfer. Diese Kurven sind unverkennbar. Egal ob VW Käfer oder Bulli. Beim Käfertreffen in Luxemburg gibt es alle zwei Jahre ein Zusammenkommen der alten Volkswagen und deren stolzen Besitzer. Da gibt es die sogenannten Benzingespräche. Natürlich wird gefachsimpelt und natürlich, wir haben oft einmal zur Hetz, ja, das gehört dazu. Aber ansonsten, wenn man sich umschaut, es gibt ja so wahnsinnig viele, manche bewusst toll hergerichtet, manche bewusst nicht so toll, je nach Geschmack. Mit dem Auto kann man alles machen und vor allen Dingen, er läuft und läuft und läuft. Du bringst ihn schlichtweg nicht um. 1938 startet die Produktion des Kugel-Porsches, wie er noch genannt wird. 2003 läuft in Mexiko der letzte vom Band. Ein einfaches Auto für jedermann ist die Idee von damals. Es kann von der Großmutter bis zum Junior mit einem kleinen Werkzeugkoffer und einem Reparaturbuch im Prinzip den Käfer zerlegen und wieder zusammenbauen. Und das war ja die Ideologie dahinter. In den 30er Jahren hat ein Auto gebaut werden müssen, leider Gottes dann für den Krieg, das überall und jederorts schnell und einfach und günstig repariert werden kann. Ersatzteile für das einst meistverkaufte Auto der Welt sind leicht zu bekommen. Und genau diese Masse von damals und das jetzige Schrumpfen davon macht den Käferkult aus. Man gehört zu einer Gemeinschaft, man ist befreundet und egal, ob man im Ausland eine Panne hat, wenn ein VW-Fahrer vorbeifährt, der bleibt stehen und fragt, kann ich helfen? Und das macht das ganze Gefühl aus und das Lebensgefühl. Überhaupt stehen die Käfer- und Bulli-Modelle wie keine anderen Vehikel für die Freiheitsbewegung der 60er und 70er Jahre. Eine Epoche, die beim Starten der alten Motoren für viele zum neuen Leben erwacht. Das war halt nicht so stressig wie heute. Heute musst du wegen jeder Blödheit fragen, musst du ihn fragen und irgendwo gibt es jemanden, der sagt, du darfst das nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Das hast du halt in die 70er Jahre nicht gehabt. Jeder hat die Gesetze eingehalten und du hast dich halt freier bewegen können. Und das ist eben das, was in der heutigen Zeit abgeht. Mittlerweile kann der Käfer oder Bulli sogar als Wertanlage gesehen werden. Von diesem ehemaligen Postbus, von dem in der Nachkriegszeit 5 Stück in den österreichischen Bergen unterwegs sind, gibt es nur mehr dieses Exemplar. Klaus Rubitsch kaufte ihn in den späten 70er Jahren für 800 Schilling. Nach der Restaurierung ist er heute 150.000 Euro wert. Das Dach hatte damals einen ganz speziellen Zweck. Das hat sie bewusst gemacht, weil wenn die Bauern eine Heugabel oder eine Sense gekauft haben, konnten sie sie beim Transport, bei der Rückfahrt oben rausstrecken. Bei den kleinen Auto wäre es unmöglich gewesen, die unterzubekommen. Und sogar ein schwimmender Volkswagen ist hier vertreten. Von diesem VW Typ 166 gibt es weltweit nur mehr geschätzte 250 Stück. Da fahren wir dann so am Wochenende und da denkt man sich, ah, netter Badeteich, fahren wir gleich rein, oder? Naja, so sage ich da nicht. Die Geschwindigkeit im Wasser ist eher bescheiden, das ist bei 9 bis 10 Stundenkilometer. Also was unser lieber Toner in Wien bergab fließt, genauso schnell fahre ich auf, ich würde am Fleck stehen bleiben. Am Fleck stehen bleibt hier nur die Begeisterung für ein Auto, das Kult ist wie kaum ein anderes. In 2 Jahren werden sich die Beatle-Fans hier wieder treffen. Hören wird man sie schon von Weitem.